Hey Leute, ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Play in Mainz 1. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal so ein Let's Play, so speziell für Minen, weil ich finde, das ist eigentlich ganz spannend und ist auch ziemlich lustig, wenn manche Leute einfach so in Lava reinfallen und du lachst dir dann voll den Arsch ab. Ja, deswegen wollte ich das einfach mal machen. Ja, also ihr seht, ich benutze ein anderes Texturepack, weil ich mag dieses Texturepack sehr für Minen. Das finde ich, sieht so authentisch aus. Hier und die Rohstoffe, also das ganze Kohle und alles sieht so lustig aus. Und deswegen bin, also wenn ich in Minen bin, mehr, also länger, und ich mache da wirklich, also ich suche wirklich Rohstoffe, dann mache ich einfach das Text und Pack, weil ich finde es authentischer und schaut auch cool aus. Vielleicht ein bisschen gruselig, aber schaut cool aus. Also ja, wie ihr seht, ich bin in einer neuen Einzelplayer-Welt, also was heißt neu für euch, ist sie neu für mich nicht. Und ja, ich bin eigentlich auf Diamantensuche hier runtergegangen. Das ist übrigens kein Diamant, das ist Lapislazuli. Das ist echt ganz lustig, das ist Texturenpack hier. Ja, das ist von Misa, falls es euch interessiert. Vielleicht, also wenn ihr mich anschreibt, dann gebe ich euch einen Link. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich weiß es nicht. Ich habe die 1.2.3 Version, ich habe geupgradet, dann habe ich die 1.4er gemacht, 1.2.4, aber die 1.2.4, okay, nimmt auch. Die ist schön und gut und so, verschiedene Bretterarten und alles und finde ich cool, aber das Problem ist, ich finde keinen Texturenpack dafür, kein was, keins, das mir gefällt und ich möchte auch nicht die ganze Zeit in der Foul spielen. Und ja, deswegen. Ja. Das Obsidian. Deswegen, ja, was heißt hier deswegen? Ja, ich mache halt einfach. Deswegen habe ich wieder aufs 1.2.3 down gepatcht und. Warte, was hat das eigentlich? Jetzt tue ich das hier wahrscheinlich Grundlava, das ist okay. Das gefällt mir nicht. Ich mag das immer nicht, wenn es zu tief ist. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ich habe jetzt eine Zeit lang keine Let's Plays gemacht. Warum? Keine Ahnung, fuck mich nicht. Ich glaube, ich war in letzter Zeit echt zu faul. Ich hatte auch alles zu tun für die Schule, lernen ein bisschen halt und. Man kann auch nicht nur sein Leben in Minecraft und anderen Games verbringen. Es gibt auch noch anderes. Ich weiß nicht, ob das hier drüben Diamant ist. Ich weiß es bei dem Texturenpack nicht. Ich hoffe aber mal. Und ja. Ich habe in der Welt ziemlich viel gemacht. Ich habe versucht, Bauernhaus nachzubauen, so ein cooles. Und ja. Ich habe auch so ein Haus im Berg und alles. Ich habe hier schon ordentlich Arbeit geleistet. Ich habe keine Mods oder sowas. Nicht mal die Minimap. Ha, Diamant. Weil ich es ganz natürlich hier haben will. Das hatte ich auch noch nie, irgendwelche Mods. Ich hatte sie noch nie. Ich glaube, dass ich sie auch haben werde. Das werde ich hier trotzdem alles wegbauen. Vielleicht ist da hinten irgendwo noch jemand. Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich am Ende von der Map, also so ganz unten. Und da könnte doch hier schön was rauskommen. Schön Diamant. Mir ist schon passiert, dass ich im Kreativmodus halt einfach, ja. Kumpel halt, also er ja auf dem Server und dann halt also Kreativmod eingestellt hat. Und ja, dann halt OP jetzt beide. Und dann haben wir so die ganze Landschaft gesprengt. Ja, okay, warum nicht? Langeweile. Und das Lustige war, dann habe ich zwischen Grundgestein habe ich Diamant gefunden. Mittendrin. Vier Schichten Grundgestein oder so und einmal mittendrin. Diamant. Ich fand's auch lustig, weil wir haben uns einfach so eine Fun-Welt gemacht, also. Ja, und das war nicht ganz lustig. Und ich krieg hier bald Angst. Das war Kies. Ich glaube, dass es Kies ist. Und das, ja, das ist Kies, weil das sind Feuersteine-Dinger. Und ich weiß nicht, was unter dem Kies, wie weit da noch Lava ist oder so. Und das macht mir Angst. Okay. Jetzt brauchen wir das Ganze mal hier so. Weg, weg, weg.
Weg, weg. Haha. So, mal den Gießen mal runter hier. Schlagen ihn. So schön schaffen. Mann. Na, klasse. Ja, schauen wir mal, wie weit hier vielleicht sogar Diamant ist. Aber hier ist Redstone Kohle. Das deprimiert mich. So. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit wir hier unten sind. Ich denke ganz unten, aber ich weiß es nicht. Und solange ich das nicht weiß, es ist nur so ein kleiner Trick, den ich oft anwende, ist, sich unter der Lava durchzubauen. Kennt ihr das? Also ihr baut entweder ihr baut die Lava zu, wenn sie nicht allzu tief ist, oder ihr macht es halt ganz einfach so, ihr baut es oben zu. Und zum Beispiel, wenn jetzt hier, da ist Lava. Und ich baue mich hier so runter, und wenn da unten kein Lava wäre, das ist nur so ein kleines Loch sozusagen, und es ist schon tief, dann baut man sich dann unten du durch, und da unten findet man dann meist Diamant. Das ist auch ziemlich lustig. So, wenn ihr euch jetzt denkt, warum ich die Fackeln am Boden platziere und nicht an der Wand, dann sage ich euch, ich mache es deswegen, weil hier in der Nähe eine Menschenmine ist, und ich die dann am Boden platziere, weil ich weiß dann, welche meine sind zur Orientierung und welche die normalen sind, die halt an den Holzdingern rumflacken. Oder halt auch im Stein. Rumhängen, eher gesagt. Ja. Denke ich mal, was gibt es noch so Neues, was ich erzählen könnte? Was ist eigentlich so Neues? Letzte Zeit. Da, Menschenmine halt hier. Und ja, ich platziere halt meine Fackeln so. So, schauen, da unten war ich schon, genau. Das ist ein bisschen orientierungsmäßig hier. So, das könnte anstatt eine Goldgrube, eine Diamantgrube sein hier. Sozusagen. Weil der Lava hier, da ist ganz weg, und da ist eiskalt einmal Zaun. Na komm. Ja, ich bin jetzt. Seht ihr, manche Leute, die haben so eine Spinnenphobie. Und sehr nicht schlimm, aber das denke ich manchmal. Und wenn dann diese Leute Minecraft spielen, da kriegst du noch mehr Schiss von Spinnen, weil in der Nacht, wenn du rausgehst, dann fliegen dir auf einmal irgendwelche Spinnen entgegen, und du schockst dich so dermaßen. Mir war schon passiert, ich hab mich fast zu Tode geschockt. Ich weiß, dass hier ein Spawner ist. Ich hab die Schiene noch nicht aufgebaut. Da schockt man sich doch ends. Also, ich schock mich da immer jedes Mal. Das ist schon echt krass, finde ich. So, wo war ich jetzt? Das mag ich zum Beispiel nicht, wenn mir passiert. So, jetzt bauen wir die Schienen ab hier. Schon Rails. Also, ich schock mich da immer rein. Schock ich mich mehr als mein Creeper. Mein Creeper dann Explosion, Boom, weg halt. Aber bei einer Spinne. Und der Ton ist immer so cool, dieses komische, dieses Zischen da, dieses. Mein Gott. Da habe ich mich da schon erschreckt, wenn es gekommen ist, und dann auf einmal springt der so ein Riesenviech auf dich zu. Mann, oh Mann. Ich finde, sie sollten so einstellen, dass die Spinnen einen nicht von alleine eingreifen. Da wäre es halt nicht so spannend, aber die Spinnen am Tag greifen da ja auch nicht einfach an. Wenn man am Tag neben ihnen steht, dann passiert nichts. Aber ich finde, das sollte man so mal machen. Es wäre zwar einfacher, aber ja, ich finde, es wäre besser irgendwo, weil man braucht Faden auch nur. Man greift auch Spinnen nur an zum Faden holen, denke ich mal. Und für EP vielleicht. Okay, das ist überall Lava, das könnte gut oder auch schlecht sein. Diskutieren wir darüber. Also, das ist auf jeden Fall schlecht. Ist natürlich klasse hier. Geile Falle. Muss ich mir merken. Ich stoße manchmal an Minen auf Fallen, hey.
Ah, was finden wir denn hier so Schönes außer Eisen? Eisen nicht. Kann kein Eisen mehr ziehen. Nicht vergessen, Fackeln zu platzieren. So, das ist natürlich richtig gut hier. Ja, geil, ehrlich. Weil wir könnten hier Glück haben. Wir könnten echt Glück haben. Ein Diamant da unten. Da ist eine Kiste. Sind da Kisten? Ich glaub's nicht. Wir sind überall Kisten, ne? Geil. Eisen, Brot, Gold. Wow. Moment. Fackeln. Bin ich hergekommen? Ich war von da oben hier. Ich habe einen Ohrwurm. Mal wieder. Was ist hier noch so drin? Ein bisschen zu lieber. Ich dachte jetzt schon Diamant. Oh, Mann. Melonenkerne. Also, das wäre auch noch nicht gesehen, dass hier einfach Kisten oben stehen. Das irritiert mich irgendwie. Also normal stehen ja noch Kisten rum beim Mobspawner, wenn hier ist, ne? So erinnere ich mich an Minecraft. Also ich glaube, das ist Grundlava hier. Ich glaube zum einen, dass es Grundlava ist. Weg, weg, weg. Jetzt platziere ich gerade mit Absicht keine Fackeln, weil ich laufe hier gleich wieder zurück, so wie es ausschaut. Ich muss das hier noch einigermaßen zu machen, weil die Strömung, die schiebt dann immer so gerne in die Lava rein. Und ich hasse das, bin da schon oft gestorben dran. Na komm, weg da. Hier, Strömung. Ströme mich nicht an hier. Geh weg, geh weg. Geh weg, Lava. Da sind Diamanten. Ich wäre schon fast. Ey, ich wäre fast reingefallen jetzt da unten, ne? Also wenn das jetzt Diamanten wären von der Ausbeute hier, dass so viel Diamanten aus einem Ding rauskommen, hey. Das war auch nicht, ne? Haha, man muss Notschatz suchen. So, jetzt haben wir eine schöne Diamantquelle gehabt hier. Jetzt sind die Frage, sind hier unten auch noch irgendwo Diamanten? Ich finde es ja auch so eine nette Idee mit dem Toast unten. Die Hungeranzeige ist. Es gibt Fleischkeulen, es gibt diese komischen, ja ich weiß nicht, was das sein soll beim Default, das sieht mir ein bisschen aus nach. Na, haben wir schon. Sieht ein bisschen aus nach, naja, solchen. Ja, wie diese gebackenen Bananen bei einem Chinesen oder sowas. Oder ein bisschen aus wie Hot Dogs. Das ist eine Mischung daraus. Dann gibt es diese Fleischkeulen, dann gibt es alles Mögliche. Und jetzt haben sie heute mal Toast gemacht. Was mich daran erinnert, dass ich Hunger habe. Ich werde jetzt kaum bei einem Place aufstehen, etwas essen gehen und euch hier allein lassen. Das wäre fies. So, hier ist nämlich auch immer gerne Diamant. Na, okay, wenn ich darf ich es dazu nehmen. Nein! Nein! Auf zu verbrennen! Geh weg! Hau ab! Nein, Lapislazuli. Meins. Ach, Diamantenausbeute hier. Ist doch ein Gold. Ist hier voll das übersieht man ja end. Überleg, ob ich nicht wieder wechsle. Vom Text of Pack. Ist echt Gold gewesen.
So. So, was? Zwar immer ein bisschen blöd, wenn man das was zubaut, das Wasser, aber darunter können auch gute Rohstoffe sein. Wasser ist ja eigentlich ziemlich nützlich, sag ich mal, weil wenn man so hier unten Obsidian farmen will, dann braucht man Wasser und Lava findet man so in Minen. Das kommt darauf an, ob man jetzt Obsidian haben will oder nicht. Ja, mein Redstone. Blöde Lava. Ich könnte jetzt auch anfangen zu weinen, aber das wird jetzt nicht gut kommen. Also wenn wir jetzt Diamanten rein. Okay, ich gehe weg. Wenn wir Diamanten reingefahren werden, dann würde ich sagen, wäre kurz davor. Nein, ich werde jetzt nicht wegen Diamanten heulen, die in Lava fallen. Dann darf man mich echt Freak nennen. Wenn ich jetzt heulen würde, weil mir Diamanten in Lava gefallen sind. Es gibt so ein Video auf YouTube irgendwo. Da heult ein Junge in Minecraft, weil er gestorben ist oder so. Der war 5 Jahre alt oder so. Ich meine, mit 5 sollte man auch noch nicht Minecraft spielen lassen. Ich finde, da braucht man ein bisschen mehr dazu, um es zu verstehen, wie es geht. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich alles verstehe, aber man braucht jetzt auf da. Man braucht schon ein bisschen Logik dabei. Wenn man die Logik nicht hat, dann ist es blöd. Ich meine, wie soll ein 5-Jähriger checken, dass da und da Lava ist? Ja, okay, das checkt er vielleicht schon. Aber dieses Ganze hier, das Crafting, wie soll er sich das merken oder alles? Und ist schon hart. Also ich meine, ich merke mir besser Sachen, wie man Sachen craftet zum Beispiel, anstatt Mathe. Das ist aber auch normal, finde ich. Weil es kommt ja auf das Interesse an, wenn ich jetzt. Also wenn ich jetzt Interesse an Mathe hätte, so richtig so, boah, ich will jetzt das wissen und so, und ich würde das jeden Tag brauchen, durchgehend. Also okay, ich brauche das jetzt auch nicht durchgehend jeden Tag, aber ich brauche es zweimal am Tag, wenn ich zocke vielleicht. Sogar nicht einmal am Tag, was laber ich. Also ich brauche schon öfter als Mathe. Mathe brauche ich dreimal in der Woche und Minecraft vielleicht viermal, fünfmal in der Woche. Also, oder darauf an, wie oft es im Gebrauch ist oder so. Boah, auf. Geh weg. So, jetzt laufe ich hier die ganze Zeit. Und so nach Diamanten. Ich finde das blöd, dass ich die Grundlava ist. Ich finde das echt blöd. Das ärgert mich. Weil es jetzt keine Grundlava, du kannst zubauen. Wir können es auch so zubauen, aber das wird ein bisschen länger dauern jetzt. Viel länger. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, ne? Da hier schon der Lavafluss und da das Wasser. Ich hasse sowas. So, jetzt glaube ich, fließe ich hier wieder nach oben. Ich fließe nach oben. Nein, das geht nicht, bis ganz oben. Mann, wie bin ich hier nochmal runtergekommen? Von irgendwo von da, ne? Da drüben. Da drüben. Glaube ich. Ich glaube. Was hier mit der Lava? Ich mag so etwas nicht. Wenn ich nicht weiß, ob ich reinfalle oder nicht. Wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt darüber gehe. Dann falle ich rein, okay, aber wenn ich es nicht weiß, dann ist das blöd. Ich rede und rede. Ja, okay, ist normal wegen Let's Plays, ne? Okay, da sind wir hergekommen. Da kommen wir noch hin. Das ist gut gewesen. Gibt es sonst noch was? Ich denke mal nicht. Außer da oben Wasser oder was? Ja, das freut mich ja. Jetzt gleich die Fackeln weg, die wollte ich sowieso weg tun. Gold, Kohle, Diamant, Eisen. Was gibt es noch so für Rohstoffe? Gold, Kohle, Diamant, Eisen, Redstone, Lapislazuli. Wie ist es da? Wie glaube ich, das war's?
Also wenn man jetzt alle Rohstoffe in Minecraft aufzählen müsste, also jetzt nicht nur welche, die man in Minen finden würde, sondern überall, dann würde es jetzt ein bisschen länger dauern. Was ich lustig finde, dass das da so scharf aussieht, da und dann wird es nachher, dass es sieht, wie es pixelt ist. Das ist genauso wie bei der Pixelation. Oder bei der Axt, aber das ist ein gutes Texturpack, also ich mag das. Wie lange nehme ich schon auf? Oh. Okay, dann höre ich jetzt auf. Ich werde nicht so lange machen. Ja, also ich werde jetzt versuchen, hier wieder rauszufinden. Ich glaube, da hinten bin ich hoch, runter, hoch, runter, wie auch immer. Nee, ich habe mich geirrt. Ah, okay, da drüben. Genau die andere Richtung. Ist ja schon wieder. Da ist schon wieder Gold. Egal, auf jeden Fall. Werde ich jetzt mal mein letztes. Mann, was habe ich gesagt? Was ist das? Let's Mine oder so. Let's Play in Mines, genau. Let's Play in Mines. Teil 1 hier beenden. Und ja, dann sieht man sich wahrscheinlich im nächsten Teil, ne? Hoffe ich mal von euch. Also hoffe ich von euch, was sag ich. Hoffe ich mal. Es wäre nett von euch, dass ihr mich ein bisschen unterstützt. Und ja, halt abonnieren bitte nicht vergessen. Ich werde jetzt kein Call-out, also keine Riesensprechblase reinmachen. Und wenn ihr da draufklickt, anstatt auf Stopp zu machen, in der Mitte, dass ihr dann auf Abonnieren kommt oder sowas. Also ich finde es echt blöd, weil ich komme dann immer aus Versehen auf Abonnieren. Und ja, ich bitte halt einfach, also wenn es euch gefällt, bitte ich euch, dass ihr es macht. Wenn nicht, dann eben nicht. Das ist eure Sache. Und ja, dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Let's Mal Let's Play in Mainz oder was auch immer das hier sein soll, was ich hier mache. Ich weiß es selbst nicht so wirklich. Und ja. Dann haut rein, Leute. Vergesst mich nicht. Und ja. Dann sieht man sich, ne? Okay.